Hi Leute, ich will euch mal was zeigen. Ich habe ja hier einen Fernseher, wo ich ja mit SCART reingehe. Und ich kann ja hier den Screen Mode, den kann ich ja ändern. Ich habe hier extra meinen Amiga 1200 reingehauen. Ich kann hier auch auf Interlace gehen. PAL, Hi-Res, Test. Das funktioniert. Ich kann auch PAL, Low-Res gehen. Das geht auch. Und Low-Res so. Aber Super High-Res Interlaced. Zeilensprung benötigt ECS, unterstützt Genlog. Kann ich auch. Super High-Res funktioniert auch. Auf dem Fernseher. Wir sehen uns gleich auf dem PC wieder, weil dann zeige ich euch das mal mit diesem Link-Vorgerät, denn da geht das auch. Das will ich euch mal zeigen. Also sehen wir uns da gleich wieder. So, nun sind wir hier auf dem PC, sagen wir mal so. Das ist jetzt hier halt HDMI Capturing. Und jetzt nehme ich mal das Super Hi-Res. Das funktioniert auch. Oh, wenn ich hier das Hi-Res Interlace nehmen, das ist ja ein bisschen mehr. Ja, es ist noch ein paar Störungen drin, aber das kommt von dem SCART-Kabel und dem Adapter, weil ich das da ja nur so zusammengebraten habe, nicht geschirmt und nix. Aber das funktioniert auch, also der kann das auch. Nee. Und ihr seht schon 15,6 Kilohertz. 50 Hertz, 15,6 Kilohertz. Also das ist schon ganz schön viel. Und ich kann ja hier mal mal 768 würde funktionieren, aber oder ist es anders? Jetzt habe ich gerade kein Bild. Es steht. Habe ich jetzt gerade ein Video getötet? Ja, ich habe gerade den Video-Output ge getötet. Ja, gut, aber das wollte ich euch mal zeigen, das funktioniert. Was will ich mehr? Das war nur mal so kurz ein Test. Okay, danke fürs Zugucken.